Am 17. April habe ich in Schweinfurt zusammen mit der bayerischen Europaministerin Emilia Müller die Aktualisierung meines Förderleitfadens für Unterfranken vorgestellt. Dieses Update ist eine Aktualisierung des bereits im November 2006 aufgelegten Förderleitfadens. Der Förderleitfaden war vor 2 Jahren und ist es nach wie vor. Es ist ein voller Erfolg. Er war bereits nach kürzester Zeit vergriffen und musste deshalb auch nachgedruckt werden. Er zeigt den Weg auf zu europäischen Fördermitteln und beinhaltet die Ansprechpartner für die verschiedensten Bereiche, heruntergebrochen auf Unterfranken. Also es werden speziell die Ansprechpartner in Unterfranken genannt und die Relevanz auch der Förderprogramme für Unterfranken beschrieben. Im Update wurden die Ansprechpartner für die Bürger Unterfrankens zusammengefasst, gekoppelt mit hilfreichen Informationen, Kontaktdaten und vor allen Dingen habe ich auch Bilanz gezogen. Ich habe alle Projekte, die bereits mit Fördermitteln hier in Unterfranken gefördert wurden, vorgestellt und konnte damit auch wirklich aufzeigen, wo sind denn konkret die Fördermittel hingeflossen in den letzten Jahren. Ich verstehe mich nämlich als Anwältin und Dienstleisterin meiner Heimatregion. Und mit dem Förderleitfaden und dessen Aktualisierung möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass auch in der laufenden Förderperiode möglichst viele europäische Fördermittel nach Unterfranken fließen. In der letzten Periode waren es über 60 Millionen Euro. Mit der Vorstellung von diesem Leitfaden und vor allen Dingen auch den in Unterfranken geförderten Projekten möchte ich anderen Mut machen, ebenso Anträge zu stellen. Besonders habe ich mich über die Unterstützung von Emilia Müller, auch der bayerischen Europaministerin, gefreut, die auch anlässlich dieser Vorstellung mit dabei war. Und sie hob während des Termins die Rolle des Mittelstandes hervor. Über 99% aller Unternehmen kommen aus dem Mittelstand. Und das Interessante ist, auch kleine und mittlere Unternehmen können von europäischen Fördermitteln profitieren. Es empfehlen sich oftmals Netzwerke, zum Beispiel mit Fachhochschulen oder Universitäten, um gemeinsam die Fördermittel zu beantragen. Auch hier hat der zukünftige Präsident der Uni Würzburg, Professor Forchel, seine Zusammenarbeit angeboten. Europäische Fördermittel sind vielfältig. Sie reichen von der Wirtschaftsförderung einzelner Unternehmen und Handwerksbetriebe, auch kleine Handwerksbetriebe haben europäische Fördermittel erlangt, der Forschungsförderung, der Städtebauförderung bis hin wirklich auch zu ganz konkreten Projekten für junge Leute. In Schweinfurt zum Beispiel wurde die Renovierung des Ebracher Hofs und auch die Erstellung oder der Bau des Kongresszentrums stark mit Fördermitteln der EU unterstützt. Und es geht vor allen Dingen auch um die Förderung des ländlichen Raumes, um die Förderung auch der Landwirte. Bereits in der letzten Periode hat zum Beispiel die Allianz Oberes Werntal im Landkreis Schweinfurt von Mitteln aus dem Strukturfonds profitiert, mit dem unter anderem auch der Nordic Walking Parcours in Werneck finanziert wurde. Auch der gesamte Landkreis Schweinfurt ist jetzt Leader-Förderregion geworden. Aber auch andere Fördertöpfe, wie beispielsweise der Europäische Sozialfonds, sind gut für Unterfranken. Ein prominentes Beispiel ist hier die Akademie für Gesundheitswirtschaft des Rönnsale Gründer- und Innovationszentrums in Bad Kissingen. Das ist ein EU-gefördertes Projekt aus dem Europäischen Sozialfonds, ganz frisch. Und hier werden Prüfungs- und Zertifikationslehrgänge im Gesundheits-, Gastronomie- und Tourismusbereich finanziell von der EU unterstützt. Außerdem interessant sind natürlich auch Austauschprojekte von Studenten, Auszubildenden und Schülern, Umweltprojekte und vor allen Dingen auch die Städtepartnerschaft. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Projekt, ein ganz, ganz wichtiger Fördertopf der Europäischen Union. Der Förderleitfaden und das Update mit den vielen weiteren Beispielen können unter anderem bei meinem Büro angefragt werden. Wir schicken Ihnen das zu. Oder auch unter www.förderleitfaden.de heruntergeladen werden.